Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Die Frauenquote, ein Thema ohne Ende. Also wo die Politik doch schon bei der Milchquote versagt hat. Und genau deshalb erteilt unsere Kanzlerine der Frauenquote eine Absage. Sie hätte am liebsten überhaupt keine Frauen in der Nähe ihres Throns. Diese von der Leyen, die Lothäuser von der Schnarrenburg, Annette Schavan, Christina Schröder, selbst Ilse Aigner hat ein besseres Gesicht und eine bessere Figur als die Kanzlerin. Auch wenn sie die nicht immer macht. Ja, unsere CDU-Quotenkanzlerin ist dann auch noch zusätzlich gestraft durch ihre erste Hofdame Guidolein. Sie würde sie am liebsten als Postpaket verschicken. Sie würde sie am liebsten aus diesem Amt rauskicken. Sie träumten jede Nacht davon, von den gelb-blauen Zwergen. Die Guidolein von hinten dann, ja, sweet, sweet Guidolein. Oh, sweet, sweet Guidolein. Oh, sweet, sweet Guidolein. Aber unser Frauenschwarm Karl Theodor, der hat Großes mit der Truppe vor. Aufräumen in Afghanistan, aufräumen in der Truppe und aufräumen in der CSU, in der Regierung und im Land. Seine Mutter hatte wenig Zeit für ihn und auch seine Kinderfrau machte lieber Kreuzworträtsel. Die Kanzlerin macht nun auch noch sein Lieblingsspiel Schiffe versenken zu ihrer Chefsache. Da rächt sich nun der Frauenschwarm. Mit einem charmanten Lächeln stellt er sich neben das Exekutionskommando. An der Wand steht die Garde der deutschen Quotenfrauen. Allein bei Lena hat er dem Gnadengesuch stattgegeben. Sie muss allerdings dafür Deutschland beim nächsten Grand Prix mit einer neuen Nationalhymne vertreten. Achtung! An die Gewehre! Legt! Just in diesem Moment kommen Rufe, halt, 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 Sie dürfen nicht schießen lassen. Der Frauenbeauftragte der Bundeswehr steht kurzatmig neben Karl Theodor. Er erklärt, wenn er jetzt schießen lasse, verstößt er gegen das Gleichstellungsgesetz. Karl Theodor ist völlig verwundert. Wie, jetzt deswegen dürfe er die Frauen nicht abschießen? Nein, dagegen spreche nichts. Aber die Frauenquote in dem Exekutionskommando wäre nicht korrekt. Das könnte später Ärger geben. Und dieser ganze Ärger nur, weil eine Rekrutin von der Gorch Fock aus der Takelage gefallen ist. Nicht, dass die junge Frau zu schwer gewesen wäre. Nein, nein. Sie hat einfach losgelassen, als sie dort von oben, ja, von ihrem Vorgesetzten angegrapscht wurde. Mit einem fröhlichen Feuerfrei auf den Lippen verbleibe ich bis zur nächsten Woche. Euer Franz 10 Bier. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV. Kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media. Mit freundlicher Unterstützung der Agentur für Pressekommunikation in Uchte.